Moin! Moin, ihr Gamer! Achso. Ja, und herzlich willkommen zurück zu DS2. Genau, mit Jonas. Und Olli. Schönen guten Tag, Timer ist on. Und zwar sind wir zusammen die DJX, die Durchschnittsgamer. Und das hier ist der Gang, durch den wir in der letzten Folge gegangen sind. Wir sind wieder zurück mit DS2. Genau, und so sind wir ausgerüstet. Ne? Nur zur Erinnerung, wir haben noch ein bisschen was eingekauft. Könnte mehr sein, ne? Na, wir sammeln noch ein bisschen was ein, gleich auf dem Weg. Ja, vor allem jetzt, da wir einen neuen Suit haben, sieht es natürlich doch wieder etwas leer aus, was wir hier mit uns... Ja, das ist okay. Dann können wir noch mehr Ramsch mitnehmen. Genau, Rotz. Wir müssen alles, die Jesaja. Taschen frei haben. Die Taschen Köpfe völlig frei haben so, für Rotz. Guck mal, da gibt es Sprengen. Fuck. Nitrogen Trichloride. Ich erinnere mich an diese Szene, Jonas. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Ich nicht, aber ich muss ja auch nicht. Und das ist alles andere als schön. Ja, doch, stimmt. Das ist sogar richtig beschissen. Also die Sprenggeräte aus dem einen Ding, die kriegst du immer wieder neu. Ja. Ich nehme mal erstmal ein bisschen was mit dir, ne? Nimm mal ein bisschen was ein da. Also wenn ich so morgens im Stau stehe, wünsche ich mir auch manchmal so ein paar von diesen Sprenggeräten. Muss ich das jetzt hinballern, damit der Fahrstuhl funktioniert? Da nicht. Nee, da kannst du noch welche rausziehen, hast du gesehen? Da sind noch einige Sprengfässer drin, da unten. Dachte ich. Nee, ich glaube, das soll nur so aussehen. Ah, warte mal. Als du jetzt drauf geschossen hast, hat das Hitpoints verloren, das Teil. Aha. Bist du sicher? Ich glaube, ja. Ich glaube, lieber den da. Siehst du? So, ja, Hammer. Dann ballern wir gleich noch mehr drauf. Hier. Klar. Oh, scheiße. Na, kommt. Komm. Ist jetzt wieder da. Da. Ah, da. Uns ja aufbewahren. Ja. Für später. Ne? Auf jeden Fall. Und den ersten, den schießt er noch mal. Den schießt er aber noch sofort. Au! Das ist eine ganz tolle Idee. Ne, ganz großartig. War einer meiner Lichtmomente. Nee, ich meine, es ist eine ganz tolle Idee, dass sie uns jetzt im nächsten Dings treffen und nicht ich einfach wieder zurücklaufe, was ja der sichere Weg wäre. Nein, ich darf hier unten hängen. Und mich wahrscheinlich jetzt richtig übel platt machen lassen. Du musst jetzt so schnell es geht das Ding da hinten sprengen. Immer drauf mit den Sprenggeräten. Glaub den meinst du? Ja. Gleich drauf, glaube ich. Ja, war so, als müsste man. Ja, scheiße. Schön. Das mit der Stase vergesse ich immer wieder ganz gern, dass man die auch benutzen darf. Das Problem ist, wir haben nicht viel davon. Er lebt noch? Ja, der. Nee. Ah, fuck. Ich sag mal, das wird richtig giftig. Ah, Papa-Schlumpf. Halt's Maul. Ich hab gerade keine Verwendung für dich. Okay. Das sind zwei solche Dinger zum Nachladen übrigens. Das eine ist wieder voll. Das ist, glaub ich, beide sogar wieder voll. Schön. Wo muss ich denn lang? Dann renne ich doch einfach mal, oder? Mhm. Ich glaube, das wird das Beste sein. Vielleicht kannst du, wenn das Ding sich bewegt. Ah! Dass du die eine oder andere Kiste mitnehmen, da rumliegt.
Da unten liegen noch so ein paar Kisten. Von hier sehe ich die, glaube ich, nicht. Ja. Lieber raus. Wahrscheinlich von unten jetzt hochholen. Nee, das stecken. Scheiß drauf. Hauptsache ja, ist ja, da raus. Ja, ja, scheißegal. Ich glaube, das erste Mal, als wir das Spiel gespielt haben, sind wir in dieser Szene ungefähr 4-mal gestorben. Ja, von da war es gut. Ich glaube, ich habe nur einmal gefressen. Und da ist die Maske wieder. In einer Situation, ich würde deine Persistenz, Mr. Clark. But this is bigger than you and bigger than the lives of everyone on this station. Sir, final preparations for attack are wrapping up. Looks like it ends here. At this point, it's all just dead weight. Isaac, what did he mean? What did he mean when he said dead weight? He's using the solar beam. We gotta stop the transport now. Oh, shit. Back us up to the station. What? Why? Just do it, Ellie. Hurry. The Ishimura. If the gravity tethers are still functional, I can... You can snag GovSec and drag it back? Isaac, this is ridiculous. If I can line the tracks up just for a few seconds, you should be able to get the transport across. Stay ready. And take care of Strauss. Isaac, no. This is a really bad idea. Well, stick around. I'm full of bad ideas. Tja. Jetzt passiert was, auf das ich absolut keinen Bock habe. Wirklich, ich meine das völlig ernst. Überhaupt keinen Bock. Wir haben sowieso überhaupt keinen Bock auf das Spiel. Wir gruseln uns die ganze Zeit, sind total genervt, aber ja, nur ist, für euch. Ja, Spiel gruseln ist uns ja, hier durch. Das Spiel ist ja super geil, aber diese ja, Szene jetzt, die sind nämlich so fies, diese Leute. Die spielen völlig mit einer Angst, die sie im ersten Teil aufgebaut haben. Die Angst vor der fucking USG Ishimura. Genau, das ist jetzt nämlich, wo der Weg uns hinführt. In dieses bekloppte Schiff und ich will da nicht wieder rein. Aber stimmungsmäßig ist die Szene tatsächlich sehr geil gemacht, muss man sagen. Das ja, auf jeden Fall. Und ich sag ja, sie ziehen komplett eine Angst sozusagen aus dem Hut, die sie im ersten Teil aufgebaut haben. Die wird einfach mal eben so wiederbelebt. Und zwar mit diesem Setting hier. Also hier wird renoviert, wie ihr seht. Ja, wir haben ja irgendwie Tapete an den Wänden und so ein paar Baulampen. Wir nehmen doch einfach mal so eine Baulampe mit. Also hier, die hier. Ist doch schön. Ey! Guck mal. Na, warte, mehr Entfernung brauchst du, glaube ich. Ah ja, stimmt. Das, genau. Sie wirkt ja ihren eigenen Schatten. Das ist schon ziemlich geil. Das ist geil, ja. Wo ganz vorne die Lichtquelle ist. Ja, aber das macht sie gut. So, jetzt geht es auch Ishimura typisch wieder los. Wir hören schon wieder Stimmen. Und wir haben nicht mehr viel Munition. Als würde Isaac nicht genug Stimmen hören. Echt. Ja. Wir haben das Scheißding, obwohl sie schon lange... Oh, scheiße, da habe ich die Kiste vergessen. Da habe ich die Kiste vergessen, gehen wir gleich wieder runter. Oh nein, ich will nicht in die USG. Ich will gleich wieder nach unten kommen. Ja, geh mal wieder. Gleich wieder in den tollen Tunnel komm, hier. Lass uns in eine Kneipe gehen und einen trinken, oder? Ehrlich. Das ist mein zu Isaac. Wir müssen wahrscheinlich nicht mal was dafür bezahlen, weil ich denke mal, die Barkeeper sind tot. Gut, bringen wir es hinter uns. Vom Rumjammern wird es auch nicht besser. Das hier ist die legendäre Eingangshalle. There should still be a computer in the flight lounge. I can check the ship's status from there. Are you okay? You sound a little nervous. Last time I was here, things didn't go so well. Look, I'll contact you soon. Hier unten lag Peng. Ja, auf jeden Fall, hier unten lag Peng. There is always Peng. Stimmt. Peng gibt's auch in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht wo. Die ist so scheiß viel Geld wert. Eigentlich würde ich das gerne mal nachgucken, wo sie in diesem Spiel ist. Würde mich auch interessieren. Ein bisschen cheaten, meinst du? Das ist ja nicht cheaten.
Ach, du meinst das Nachgucken? Ja, das Nachgucken ist schon cheaten, hast du recht. So ein bisschen cheaten ist das schon. Ich nehme mein kleines Medipack, das beruhigt mich ein bisschen. Was, ein kleines? Ja, ah, mittleres. Ist aber auch scheißegal. Nein, wir sind ja, wir sind ja nicht voll. Nicht voll, ja. Dann ist doch okay. Bis zum nächsten Anzug. Gibt's überhaupt noch einen? Ja. Ah. Special Super Battle Suit. Die Flight Lounge. Und hier fing es beim letzten Spiel richtig an, dramatisch zu werden. Oh, hier ist wieder noch ein Schränkchen, das Isaac im ersten Teil nicht ausgeräumt hat. Hat er Geld vergessen. Sieht ihm gar nicht ähnlich. Oh, ja, man sieht, sie sind ja kräftig am Bauen. Die Regale haben sie zugemauert hier. Die Symbole sind überall angebracht. Ja, toll. Was ist das Symbol? Toxic oder was ist das? Das ist Biohazard. Biohazard, okay. Erklärt sich von selbst, oder? Ja, ziemlich. Die Lampen schleudern ins Gesicht. Oh, jetzt sieht man den Schatten richtig schön. Ja, ich meine, das ist ja auch okay jetzt, ne? Ah, nee. Nee, das ist ja gar nicht okay. Das ist auch eine Lichtanlage, stimmt. Ja, ja. Jetzt wäre es okay. So ungefähr. So. Nee, nee, auch nicht. Oh, ich will nicht auf die Flight Lounge. Wo da geht's hier lang? Da ist so eine Kiste. Moment, der Save Point war doch beim letzten Mal, war der doch da hinten, der Save Point. Da. Bist du sicher? Ja, ja. Also ich meine jetzt nicht beim letzten Mal, beim letzten Spiel, Dead Space 1. Ja, den haben sie umgebaut, den Save Point. Das war ganz wichtig, ne? Haben sie gemerkt, es lag alles nur daran. Ja. Sie haben die ganzen Leichen gesehen, haben gedacht, oh Gott, nein, wir haben den Save Point falsch gesetzt. Oh, scheiße, die ganzen Leute konnten gar nicht abspeichern, die hier gestorben sind, sonst wären sie alle noch am Leben. Geht's ja nicht auch noch irgendwie hinter dem Ding lang? Warte mal, geh mal zurück. Ja, aber erstmal möchte ich hier lang gehen. War nicht die Kiste? Hast du die geholt, die Kiste? Bitte? Da hinten im Flight Lounge oder was? Ja, ich dachte. Ja, nee, da ist noch ein drin, aber hier sollen wir auch noch gar nicht lang gehen. Ich will ja wissen, was es hier gibt. Text noch gibt's ja. I don't know who the hell needs a whole roll of toilet paper to wipe their ass, but I'm gonna kick their ass. Das ist ja spannend. Hat sich jemand einen Handschuh gebaut? Ja. Oh. Toilet paper. Ich bin Cornholio. Ja, siehst du, deswegen bin ich nämlich hier lang gegangen. Ja. Weil wir mal wieder einen Knoten für die falsche Richtung kriegen. Oh! Scheiß, noch eins. Ist ja erschrocken? Ja. So, nur eine Toilette. Mit 1000. Wer deponiert 1200 Credits auf dem Klo? Das ist natürlich interessant. Ich meine, das Klo ist mehr so eine Art BD. Nee, guck mal da. Da. Ja, aber die lagen doch hier drauf. Na gut, hat er halt abgelegt. Dann gibt's doch Sinn. Herzpack auf dem Klo ist auch mal wichtig. Und Stimmen auf dem Klo sind auch mal wichtig. Ja, in Audio. Hat sich jemand eine Geschichte erzählt, als er saß? Go on, this is Hendrik. You really don't hear anything when you're cleaning these bathrooms? Every shift, I swear, I hear something in the walls like a scratching noise. When I stop moving, it stops. When I move again, it waits a bit, then comes back. Today, it followed me around right under my feet like it was stalking me. I can't take this in. The ship is cursed. It is a bad, bad omen that it's here. I'm putting in for a transfer. You should too. Ich hoffe für dich, dass du damit Erfolg hattest, Junge. Ich bin auch da wieder. So, zurück in der fucking Flight Lounge. So, wo liegt die irgendwelche Kiste? Leuchte einmal rum. Einmal im Kreis. Weiter. Links. Jetzt weg. Dann habe ich sie wohl doch geholt. Wahrscheinlich, ja.